Das da, dieser Balken hat eine bestimmte Länge. Ja? Und da steht ja auch eine Note drauf. Das ist eine ganze Note. Und das vergleichen wir jetzt mal mit einem Kuchen. Ja? Ich habe jetzt Geburtstag und ich habe einen Kuchen gebacken und jetzt lade ich Leute ein. Jetzt kommen mich immer Leute besuchen. Jetzt habe ich einen ganzen Kuchen. Das ist es. Genau das gleiche wie eine ganze Note. Die ganze, die stecke ich mal hier drauf und ihr macht mal das gleiche. Jeder nimmt einen Balken. Einen ganzen Kuchen. Immer mit diesem. Einen ganzen Kuchen. Da ist noch einer da. Mann, das ist gar keine. So, jetzt habe ich hier meinen Kuchen. Jetzt möchte ich meinen Kuchen durch zwei teilen. Was mache ich jetzt? Du nimmst dein Messer und schneidest den Kuchen. Ich nehme ein Messer und schneide den Kuchen in der Mitte durch. Was kriege ich dann? Kriege ich dann eine Hälfte oder zwei Hälften? Zwei Hälften. Zwei Hälften kriege ich dann, ja? Da drauf. Hier habe ich die Hälfte von der Ganzen. Eine Ganze, ein Teil der Ganzen und der andere, kommt und der andere Teil. Ist der andere Teil auch eine Note? Nein, das ist eine Pause. Halbe Pause. Das ist eine halbe Pause. Also jetzt habe ich, ein Teil von einem Ganzen, der andere Teil vom Ganzen, gibt zusammen zwei Teile, die wieder so viel wie die Ganze. Jetzt kriege ich Besuch. Jetzt besuchen mich meine Kinder. Also zu Hause bin ich, meine Frau, wie viel sind es? Zwei. Zwei. So, für uns reicht ja das da. Das esse ich, das isst meine Frau. Jetzt kommen aber meine beiden Kinder. Die besuchen mich auch. Was mache ich jetzt? Du machst die ganze, du teilst die ganze Note in zwei Stücke. Das habe ich jetzt hier gemacht. Reicht es? Musst du auch noch. Ich weiß, wie du teilst die zwei so hier nochmal einmal durch. Richtig, ich muss jede Hälfte nochmal teilen. Ja, was kriege ich denn dann? Wie viele Teile kriege ich dann? Vier. Eine Note. Habe ich jetzt immer noch halbe? Eine Note. Was habe ich jetzt? Eine ganze Note. Wie heißt ein Teil von den vier? Das ist eine halbe. Und das da? Was ist dieser eine Teil? Eine Viertelnote. Eine Viertel. Jetzt habe ich vier Stück Kuchen. Ich meine, meine Frau will ein Stück. Ich möchte auch ein Stück. Und jedes meiner Kinder möchte auch ein Stück. Und wir wollen gerecht sein. Jeder kriegt ein gleich großes Stück. Sind die Stücke gleich groß? Ja. Ich habe also jetzt wie viele Stücke hier? Vier Stück. Vier Stücke, jetzt reicht's, oder? Ja. So. Wenn ich jetzt das übereinander stelle, sieht man wieder, dass genau das der Kuchen ist. Ja? Hier ist der ganze Kuchen. Wenn ich den teile, habe ich die beiden Hälften. Und wenn ich die Hälften nochmal teile, habe ich diese vier Teile. Habt ihr das verstanden? Ja! Es ist aber so, dass nicht alles Noten sind. Sondern von den Vierteln. Sondern Pausen. Merkt euch, wie die Pause aussieht. Eine Viertelpause. Das ist eine Viertelpause, aber die ist genauso viel wert. Seht ihr, das ist auch, das Kuchenstück ist genauso groß. Oh, seht ihr das? Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich kann die ganze so ausfüllen. Ich mache eine halbe hin und zwei Viertel Noten. Oder ich mache die Viertel an den Anfang, und der Vater die halbe in die Mitte. Und das macht ihr jetzt mal. Ihr füllt jetzt mal die ganze aus mit Vierteln und Halben. Wir müssen alles voll machen. Schau mal, was wir hier für Ideen haben. Ja, schau mal. Und ich hab's so gemacht. Du hast vier, jawohl, du machst es so. Ich hab's so gemacht. Du hast es so gemacht. Jetzt singen wir mal das da. Ja? Sing mal. Okay, singen wir mal das da. Das untere. Der Ehren singt es mal vor. Ta, ta, ta. Kannst du es auch singen? Ta, ta, ta. Spitze. Wir singen mal das da. Taus, taus, ta. Und noch einmal wiederholen. Taus, taus, ta. Jetzt singen wir das da. Ta, ta, ta. Jetzt singen wir das da. Taus, taus, ta. Das da. Wer kann das singen? Spitze, kannst du es auch? Ta, ta, ta. Wir singen das untere. Ta, ta, ta. Ehren? Ta, ta,